Hallo meine Lieben, schön, dass ihr wieder mit dabei seid zu einem neuen Video von mir. Ihr habt euch mal wieder ein Food Diary gewünscht. Das letzte, das kam sehr gut bei euch an und deshalb erfülle ich euch natürlich den Wunsch. Ich zeige euch, was ich die Woche über so gekocht habe. Vielleicht ist es ja eine kleine Inspiration für euch. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, ja, dann lasst es mich sehr, sehr gerne in den Kommentaren wissen. Ich wünsche euch jetzt auf jeden Fall erstmal ganz viel Spaß bei meinem Video und bitte denkt dran, wir sind viele Personen, ich habe viele Kinder und deshalb koche ich auch ganz viele verschiedene Sachen. Aber ich würde sagen, genug gequatscht. Wir legen los mit dem Video. Heute gibt es für uns frischen Spargel, leider wahrscheinlich der letzte der Saison. Schade, schade. Dann habe ich frische Kartoffeln. Ich war beim Metzger und habe Farmerschinken gekauft, Sauce Hollandaise, einen Sesamkranz. Dann hatte ich noch Haché übrig für meine Mäuse. Eins meiner Kinder bekommt das. Dann hatte ich noch Bolognese von gestern übrig mit frisch geriebenen Parmesan obendrauf natürlich. Fleisch wird es geben, das habe ich angebraten mit leckerem Gewürz und es wird einen leckeren Salat geben mit Bio, Babyspinat und Eisbergsalat, geriebenen Karotten, was ist noch drin, Tomaten und Radieschen und eine leckere Vinaigrette obendrauf und das war es erstmal für heute. Eine ganze, ganze Menge bei uns. Aber ihr wisst, wir sind ja einige Personen. Heute gibt es für mich was Kleines und zwar habe ich mir einen Melonen-Schafskäsesalat gemacht und hier habe ich Babyblattspinat mit Rucola. Dazu werde ich ein Stückchen von diesem leckeren Mohnkranz hier essen und für meine Mäuse habe ich selbstgemachte Pizza gemacht, was ganz schnell ist. Heute Abend gehen wir nämlich essen und deshalb wollte ich jetzt einfach nur eine Kleinigkeit essen. Ich habe nämlich auch gar nicht so viel Hunger. Heute gibt es bei uns Rigatoni mit Pesto Genovese. Das habe ich selbst gemacht mit meinem Thermomix. Ich schneide immer noch ein bisschen Schinken klein, frischen Parmesan obendrauf und dazu Tomate Mozzarella mit frischem Basilikum und Balsamico Dressing und einen Feldsalat. Heute gibt es bei uns frisch panierte Hähnchenbrustschnitzel mit Rotkraut. Die Kartoffeln, die denkt ihr euch jetzt einfach dazu. Die sind nämlich jetzt gerade noch im Topf. Aber ich wollte euch noch einen kleinen Tipp geben und zwar die Panade für die Schnitzel, die wird total knusprig, wenn ihr noch Parmesan mit reinreibt. Also das heißt, ich verquirle Eier mit Milch, Salz, Pfeffer und so weiter, Gewürze eben und dann reibe ich mir noch frischen Parmesan mit rein und dann wird die total lecker knusprig. Wenn ihr Kinder habt, die nicht so gerne Käse essen, dann bekommt ihr sie damit quasi, man schmeckt es gar nicht so arg raus. Aber wie gesagt, die Panade wird total knusprig. Ich paniere nicht ganz so gern Schnitzel, aber meine Mäuse essen das total gerne, deshalb mache ich es natürlich. Dazu gibt es jetzt noch einen Salat, ganz normalen Eisbergsalat habe ich jetzt hier gemacht mit Balsamico-Dressing und was zu trinken und wir lassen es uns jetzt wie immer schmecken. Und zum Nachtisch für meine Mäuse gibt es frische Ananas, Kiwi, Trauben und für mich jetzt hier gerade noch ein leckeres, fruchtiges Getränk. Ich habe jetzt einfach eine Ananasscheibe mit reingepackt und wir lassen es uns jetzt schmecken. So, heute gibt es bei uns Pappardelle alla Carbonara. Ich weiß, eigentlich macht man sie mit Spaghetti, aber ich hatte die jetzt noch im Kühlschrank. Das sind frische Nudeln und die mussten halt jetzt aufgebraucht werden. Dazu gibt es einen ganz schlichten Eisbergsalat und einmal Tomate Mozzarella. Und ich habe jetzt mit meinen Jungs noch einen leckeren Kuchen gebacken. Den lassen wir uns jetzt schmecken. Yummy, yummy! Heute gibt es für mich einen Melonensalat. Es ist total warm draußen und eigentlich habe ich gar keinen Hunger, aber eine Kleinigkeit möchte ich natürlich trotzdem essen. Ich habe da jetzt einfach Schafskäse dazu. Den schneide ich auf und tue ihn in den Backofen auf Grillstufe. Dann wird er richtig schön knusprig. Und für meine Männer gibt es heute Spaghetti mit Garnelen. Da habe ich viele Zwiebeln aufgeschnitten, Knoblauch, frische Tomaten und Gewürze. Meine Männer lieben es und deshalb bekommen sie das heute. Dann war ich heute Morgen noch auf dem Markt und habe frisches Gemüse gekauft, wie ihr sehen könnt. Meine Mäuse haben schon davon genascht. Ich werde dann noch die Bananen aufschneiden und was ich euch noch sagen wollte, ich bin im Moment total auf dem Holunderblüten-Sirup-Trip und zwar gieße ich mir da ein kleines bisschen in mein Glas und gieße es dann mit frischem Mineralwasser auf. Packt noch Eiswürfel mit rein und Melisse frische, die habe ich eh gebraucht für meinen Salat. Und das schmeckt so lecker. Also ich bin da gerade im Moment dabei, so ein paar Sachen auszuprobieren mit verschiedenen Getränken. Da werde ich euch auf jeden Fall weiterhin drüber berichten. Und jetzt lassen wir es uns aber erstmal schmecken. Bis dann! Heute gibt es bei uns selbstgemachtes Gulasch und nicht wundern, da in der Mitte, da liegt ein Pfirsich. Weil ich mein Gulasch nämlich immer sehr scharf mache, ist es so ein bisschen ein Kontrast dazu. Und es gibt einen Salat, der ist hier in der Schüssel, allerdings habe ich da schon lecker drin rumgestochert, deshalb erspare ich euch den Anblick.
Heute Morgen auf dem Markt habe ich noch frisches Obst schnell mitgenommen. Ihr wisst ja, dass ich meinen Mäusen mittags immer einen Obstteller zurecht mache, einfach für zwischendurch. Total lecker, und da es jetzt so heiß ist, hat Alessandro sich schon mal seinen Nachtisch bereitgestellt. Der freut sich jetzt drauf, es sei ihm gegönnt, und wir lassen es uns jetzt erstmal schmecken. So, meine Lieben, heute ist es wieder total warm draußen, deshalb esse ich was Kaltes. Und zwar habe ich mir Farfalle abgekocht, also Barilla-Nudeln mit Pesto Genovese, Kirschtomaten, getrockneten Tomaten, frisch geriebenen Parmesan obendrauf und Balsamico-Creme. Lecker, lecker. Für meine Männer gibt's leckere Nudeln mit Tomatensauce und Hackfleisch. Da ich heute Morgen zu Hause war, hatte ich Zeit, die Tomatensauce aufzusetzen. Die war 2 oder 2,5 Stunden am Köcheln. Es schmeckt mir der Tomatensauce auch raus, finde ich. Darüber ist jetzt noch frisch geriebener Parmesankäse. Ich war dann noch auf dem Markt und habe Kirschen geholt. Dazu noch ein leckeres Getränk. Aber zu dem Salat wollte ich euch jetzt noch was sagen. Ich esse jetzt aber erstmal. So, meine Lieben, ich wollte euch ja noch was zu dem Salat sagen. Und zwar kannte ich den noch von früher. Die liebe Steffi hat ein Video dazu hochgeladen auf ihrem zweiten Kanal. Das kann ich euch sehr, sehr gerne mal unten in die Infobox verlinken. Allerdings wandle ich das Ganze immer noch so ein bisschen ab. Aber schaut auf jeden Fall mal bei ihr vorbei. Was ich euch eigentlich sagen wollte, was den Salat betrifft, ist, dass ihr ja hier die Zutaten seht, ne? Also ich habe jetzt hier 1,40 Euro für bezahlt, 2,99 Euro. Dann die Rucola, glaube ich, knapp 2 Euro, das hier auch knapp 2 Euro und das hier knapp 4 Euro. Da fehlen jetzt noch ein paar Zutaten, aber was ich euch eigentlich damit sagen möchte, ist, dass es total unfair ist, dass man ja für einen Salat quasi so viel Geld ausgibt. Das ist echt total komisch, wenn man sagt, ja, ich esse heute einen Salat und dann aber irgendwie so knapp 15 Euro ausgegeben hat. Also meine Devise ist ja sowieso, an Lebensmitteln nicht zu sparen, schon immer, weil das einfach gesund ist, und ja, da isst man halt dann lieber ein bisschen was weniger von Fleisch oder Fisch, aber lieber eben gute Ware. Aber bei dem Salat finde ich das echt total extrem. Aber der ist so lecker, den müsst ihr unbedingt mal nachmachen. Ich wollte euch das jetzt einfach mal zeigen, und hier seht ihr jetzt meine Mäuse, die eben die Nudeln essen. Und schmeckt es euch, meine Mäuse? Ja. Ja, die sind gerade von der Schule gekommen. Und also so viel erstmal zu dem Salat und zu meinen Nudeln und zum heutigen Tag. Heute gibt es mal was Schnelles bei mir, und zwar wollte ich diese Falafel ausprobieren. Die muss man einfach nur in der Pfanne erhitzen. Dazu habe ich mir einen Minzjoghurt gemacht selbst, und ich hatte von gestern noch diesen Nudelsalat mit frischem Pesto, getrockneten Tomaten, Rucola, Kirschtomaten, also Sherrytomaten quasi, und das lasse ich mir jetzt schmecken. Das war's schon, meine Lieben. Ich hoffe, es war eine kleine Inspiration dabei und dass wir uns im nächsten Video wiedersehen. Ciao!